Wie lange waren Sie nun bei uns, Vogt? 5 Jahre, Herr Direktor. Sie haben sich immer gut geführt, Sie werden mir fehlen. Sie mir auch, Herr Direktor. Sie sind Schuhmachergeselle. Jawohl. Spezialist für Militärstiefel. Na, sehen Sie, sowas wird doch gebraucht. Dann unterschreiben Sie mal hier. Gleich hinterm Datum. Und das ist die Entlassung, schön. Nehmen Sie ein Kuvert, das ist ein wichtiges Papier. Dann wünsche ich Ihnen noch schöne Jahre hier, Herr Direktor. Gefühl, das ist so eine Sache, Herr Hauptmann. Das ist vielleicht mehr die Neuheit, was Ihnen ungewohnt ist. Ich kann mir nicht jeden Tag eine neue Uniform leisten, Babschke. Und deshalb muss alles tadellos in Ordnung sein. Darin bin ich komisch. Die sitzt doch wie die eigene Haut. Vorne will ich ja nichts sagen. Aber hinten, sehen Sie sich mal die Gesäßknöpfe an. Die sitzen bestimmt nicht vorschriftsmäßig. Die sitzen wie angewachsen, Herr Hauptmann. Man könnte meinen, Sie wären mit den Gesäßknöpfe auf der Welt gekommen. 6,5 Zentimeter Abstand sind Vorschrift. Widersprechen Sie nicht. Das habe ich im Gefühl, die Knöpfe werden geändert. Dann müssten wir die ganze Schoßfalte auftrennen und dann stimmt wieder die Taille nicht. Sehen Sie, Watschke, man merkt bei Ihnen auf Schritt und Tritt, dass Sie nicht gedient haben. Wenn Sie beim Kommiss so viel widersprechen, kommen Sie aus dem Kasten gar nicht raus. Stramm stehen! Und die Knochen zusammenreißen kann ich auch, Herr Hauptmann. Watschke, lassen Sie den Quatsch. Der Mann ist ein Raisonneur, Herr Hauptmann, aber einen besseren Zuschneider finden Sie in ganz Deutschland nicht. Willi, bring mal das Maßbuch. Ich prüfe das selbst mit den Knöpfen, Herr von Schlettow. Exzellent sehen Sie aus. Das macht der Dienst, das macht die Luft, das macht des Kaisers Garde. Willi, wo bleibst du denn? Du schlag auf, träum nicht. Sehen Sie selbst, Herr Hauptmann, hier steht es schwarz auf weiß. Schoßknöpfe, Abstand 6,5 Zentimeter. Steht da, sitzt aber nicht. Also messen Sie noch mal nach. Geben Sie mir mal das Zentimetermaß, Babschke. Also wenn man es genau nimmt, Herr Hauptmann, haben Sie recht. Von Ihnen möchte ich erschossen werden. Sie treffen einen Flohstich in der Mitte. Die Knöpfe sitzen um 0,5 Zentimeter zu weit. Sag ich doch. Das habe ich im Gefühl. Einen Moment mal, Herr Hauptmann, wenn Sie erlauben. Was stehen Sie hier rum, Mann? Ich kick mir die Stiefel an. Was haben Sie hier die Stiefel anzusehen? Die sind gut gemacht. Gehen Sie weiter, Mann. Sagen Sie nicht, Babschke, das sind Kleinigkeiten, die Knöpfe. Es sind natürlich Kleinigkeiten, aber an den Kleinigkeiten. Daran erkennt man den Soldaten. Darauf ist alles aufgebaut. Da steckt ein tieferer Sinn drin. Verstehen Sie? Meine Rede, Herr Hauptmann. Die Knöpfe werden korrigiert. Steh nicht so rum, Willi. Nimm die Hände aus der Tasche und halt dich gerade. Sonst kommst du nie zum Militär. Aber dann müssen wir die Schoßfalte auftrennen und dann stimmt wieder die Taille nicht. Still, Wapschke! Der alte Fritz, der kategorische Imperativ und unser Exerzierreglement, das macht uns keiner nach. Das und die Klassiker. Damit haben wir es geschafft in der Welt. Na, was sagen Sie zu dem Stoff, Herr Hauptmann? Das ist ein Stöffchen. Das kriegen bei mir nur die Herren von der Garde und die kaiserlichen Prinzen. Was ist denn nun los?
Sie denn, Mann? Ich habe eine Frage. Gebettelt wird hier nicht. Was spricht denn hier vom Betteln? Ich bin Spezialist für Militärstiefel. So sehen Sie aber nicht aus. Ich suche Arbeit. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht können Sie mir eine Adresse sagen, wo Sie die Stiefel herbeziehen. Damit ich mich leichter vorstelle. Nee, Adressen gibt's hier nicht. Also bitte, verlassen Sie mein Geschäft. Betteln geht ja noch, aber viele klauen. Entschuldigung, dass ich für einen Moment den Hocker ausprobiert habe. Schöne Aussicht hat man von hier. Man sieht, wie die Leute sich die Hacken schieflaufen. Na, früher oder später müssen sie kommen. So habe ich das noch gar nicht gesehen, solange ich hier sitze. Sie scheinen ein unterhaltsamer Mensch zu sein. War ich schon immer. Ich bin selber Schuster. Wollen Sie in der Arbeit fahren? Für eine Weile könnte ich jemanden brauchen. Was haben Sie denn für Papiere? Es ist mir recht, dass Sie gleich danach fragen. Da gibt es hinterher kein Ärger. Sehen Sie, ich persönlich habe da keine Vorurteile. Aber meine Tochter ist noch minderjährig. Was soll die sich denn denken, wenn sie so ein Vorleben haben? Gerade weil sie einen ganz netten Eindruck machen. Wo haben Sie gedient? Bei verschiedenen Handwerksmeistern. Sowie auch in der Schuhfabrikation. Ich meine, wo haben Sie gestanden? Ich habe eigentlich mehr gesessen. Aber dann waren Sie denn nie Soldat? Dazu bin ich nie gekommen. Na, dann nehmen Sie mal Ihr Papier her. Bitte schön. Ja, das sind doch keine Papiere. Der Gefängnisrektor hat gesagt, wenn ich arbeitswillig bin, dann kriege ich auch Arbeit. Sie müssen eine polizeiliche Anmeldung vorweisen. Jeder Mann muss seine Unterlagen in Ordnung haben. Wenn Sie gedient hätten, wären das in Fleisch und Blut über ihr. Ohne ordentlich über Bier kann ich Sie nicht einstellen. Ist das in ganz Berlin so? Das ist so in ganz Deutschland, weil Ordnung herrscht. Ich finde auch für Ordnung, habt ihr gelernt. So ein Knast ist doch auch ein Stück Vaterland. Was wollen Sie denn damit ausdrücken, hä? Ich wollte mal was fragen. Sie sagen mir, was Sie wollen, wenn ich Sie frage, was Sie wollen. Jawohl. Also, was wollen Sie fragen? Ich wollte meine Aufenthaltserlaubnis ersuchen, Herr Oberwachmeister. Sie heißen? Vogt. Willem. Schlickmann, holen Sie mal U bis Z. Wo wollen Sie jetzt? Nirgends. Wieso? Sie müssen doch irgendwo wohnen. Wo sind Sie denn gemeldet? Nirgends. Ich stehe ja unter Polizeiaufsicht. Aha. Nicht nur vorbestraft, sondern im Wiederholungsfall. Sie sind ja ein schwerer Junge. Was wollen Sie denn hier in Berlin? Arbeiten. 10 Jahre Zuchthaus wegen Posturkundenfälschung. Das schon mit 18. Das ist lange her. Es hat sich ja nur um 300 Mark gehandelt. Das ist keine Entschuldigung. Ich will mich auch nicht entschuldigen. Ich will das ja nur erklären. Ich bin damals mit einem Mädchen gegangen aus der Hotelküchenbranche. Totchen hieße. Da war ich ganz weg von. Aber ich konnte ja nie was spendieren. Und die Jungs vom Militär, die hatten die Spendierhosen an. Und haben sie mir einfach ausgespannt. Und da sind sie einfach hingegangen und haben die Reichspost betrügerisch ausgeplündert. Ja, ich habe gedacht, das fällt ja nicht auf bei so einem großen Betrieb. Wenn sie Arbeit haben, kommen sie wieder. Dann sehen wir weiter. Nee. Das ist nur ein Karussell. Wenn ich keine Meldung habe, kriege ich keine Arbeit. Wenn ich keine Arbeit habe, darf ich mich nicht anmelden. Das ist ja eine Kaffeemühle. Tag, die Herren. Tag, Herr Stadtrat. Treten Sie mal beiseite, nehmen Sie anscheinend wieder mit. Bringen Sie mal her, Schlickmann. Es ist alles ausgefertigt, Herr Stadtrat. Für Sie und für die Frau Gemahlin. Hier. Bitte schön. Wohin geht die Reise, wenn man fragen darf? Italien.
Wärme und Kultur. Ja, da hört man viel von. Schönen Tag noch, die Herren. Zwölfer. Geh jetzt essen. Schlickmann. Um 13:30 löse ich sie ab. Sie sind ja immer noch da. Wenn Sie sich irgendwo anmelden wollen, dann in Ihrer Heimatgemeinde. Da, wo Sie her sind. Ich suche den Reviervorsteher. Bin ich mehr im Dienst heute? Ich bin ja extra aus Berlin gekommen. Mit dem Zug. Sag mal, ist das möglich? Bist du Hermann Schulze? Wer bin ich? Warum? Und weißt du, wer ich bin? Nee. Ich bin Willem. Willem Vogt. Ja. Ah ja. Du warst lange nicht hier. Ich hole uns erst mal ein Bier raus. Ist eine schöne Begrüßung zu Hause, Hermann. Ich danke dir. Ein Zuhause ist ja nun nicht mehr. Deine Leute sind alle gestorben inzwischen. Wieso warst du eigentlich nie zur Beerdigung? Hast du immer gesessen? Ich war im Ausland. Ah. Und wieso bist du wiedergekommen? Da unten, wo ich war, da reden sie nicht nur anders, die Leute, da sind sie auch anders. Und wenn du sonst nichts hast, dann hast du wenigstens deine Muttersprache. Was glaubst du, wie schön Deutschland ist, wenn du weit weg bist und nur dran denkst? Aber hier ist eben der Platz, wo ich geboren bin. Geboren schon, aber nicht gemeldet. Hiermit melde ich mich zurück, Hermann, in aller Form. Prost! Hier siehst du, dass alles seine Ordnung hat. Das kann ich so einfach nicht genehmigen. Das muss ich einreichen. Unter Beifügung deiner Aktenlage. Ich will ja hier kein Denkmal gesetzt kriegen. Ich will mich bloß anmelden. Kann ich dir einen Rat geben, Willen, in alter Jugendfreundschaft? Ja, gib mir einen Rat, Hermann. Wir sind hier eine kleine Stadt. Wir haben schon an die 20 Alkoholiker, 8 ordentliche Diebe, 2 Kirchendiebe und einen Kinderschänder. Ist Berlin nicht besser für dich? Die Anonymität der Großstadt, wo dich nicht jeder kennt. Gibt es eigentlich Totchen noch? Die gibt es noch. Aber Willem, dass du dir dein Leben vermasselt hast, das war die nicht wert. Wie Sie den noch umgezogen haben, mit links der Fee. Donnerwetter, Hauptmann. Tag, Pippi. Tag. Mensch, Willem! Ja. Mann! So ein Zufall, Kalle! Ich wollte wieder raus, weil das hier eine Nuttenkneppe ist. Was hast du gegen Nutten? Weil ich nur einen Kaffee trinken wollte. Dann trink mal einen Kümmel mit mir. Hey, zu ihr. Tag, Olympia. Tag. Wo kommen die immer her? Vom Klo nehme ich an. Sie kennen die Damen wohl alle persönlich, Doktor. Manche auch beruflich. Aus der Charité. Sozusagen ein Geschäft mit Löchern, hm? Und wo wir hier sind, das ist ein Stoßgeschäft. Ja, mal ehrlich. Als Mediziner haben die es leichter mit der Annäherung an das andere Geschlecht. Oder auch nur als Zivilist. Ein Laden wie dieser zum Beispiel ist mir in Uniform verboten. Auf den bunten Rock kein Stäubchen. Aber den ziehen Sie doch gegebenenfalls aus dabei. Wobei? Ach,
dabei. Ja, da haben Sie recht. Was hast du vor, Wilhelm? Machen wir was zusammen? Ich suche Arbeit. Ich will arbeiten, Kalle. Das ist der falsche Weg, Wilhelm. So was Schönes habe ich schon lange nicht so dicht gesehen. Komm so ruhig näher, Fräulein. Morgenstunde ist aller Laster Anfang. Du meinst wohl Müßiggang hat Gold im Munde, ja? Wir können gleich zur Sache kommen, Fräulein. Ich zahle einen Fünfer. Der Herr hier aber müsste auch mit dabei sein. Was denn für ein Herr? Ich meine meinen Freund hier. Perversionen kosten extra. Nee, lassen Sie mal. Ich hab schon meine Freude, wenn ich sie nur ankicke. Also, ich kenne welche. Die machen für 3 Mark. Alle. Du kannst für eine Mark mal anfassen. Ey. So geht das ja nur nicht. Nehmen Sie die Hand von der Dame. Die Dame ist meine Braut. Bist du bekloppt? Ihr trägt Vorarsch, nimm dir zusammen, du bist Soldat. Und ob ich Soldat bin, du. Halt! Halten Sie ein, Mann! Euch, die Sau! Die mach ich kalt! Sie sind Soldat. Jawohl, das bin ich. Und deshalb hast du mir überhaupt nichts zu sagen. Folgen Sie mir aus dem Lokal. Sie haben sich hier gar nicht aufzuhalten. Ich bin Hauptmann im 1. Garderegiment. Das kann jeder sagen. Für mich bist du ein lausiger Zivilist. Mach dir nicht unglücklich, Mensch. Folgen Sie mir zur nächsten Wache. Nicht anfassen. Nicht meine Uniform. Hände weg von der Uniform. Jetzt handle ich in Notwehr. Geh mal hinten raus. Hm. Du Arsch, bist schuld! Lassen Sie den Soldaten los! Nehmen Sie den Mann fest. Er hat mich angegriffen. Ich bin Hauptmann im 1. Garderegiment. Das kann jeder sagen. Lassen Sie den Herrn los. Das ist ein wirklicher Hauptmann. Ich kann ihn legitimieren. Das hilft nichts. Das war eine öffentliche Klopperei. Das muss untersucht werden. Sie kommen beide mit. Kann ich Sie loslassen oder leisten Sie Widerstand? Ich folge Ihnen. So ist die Rechtslage, Doktor. Das war alles meinetwegen. Mein Freund Kalle wollte, dass ich ihn unbedingt kennenlernen sollte. Dafür bin ich doch viel zu alt für Sie. Bei meinem Beruf, da kannst du doch nicht zu alt sein, höchstens Sicke. Wie gesagt, ich habe noch 2,50 Mark Gesamtkapital. Da brauche ich noch was für die Stadtbahn. Ich könnte Feierabend machen, ist sowieso Sonntag. Nun ist es umsonst. Und ist trotzdem umsonst. Mir fehlt es nicht. Ist doch schön so. Vielleicht, weil es mittags ist. Wenn ich an so was gedacht habe, warte mal Abend. Heute ist Sonntag. Wir könnten ins Grüne fahren. Mieze, auf dich. Auf unsere Bekanntschaft. Und wenn du noch eins trinken willst, dann mach es. So schön bin ich lange nicht eingeladen worden. Kennst du viele feine Leute? Bei mir sind sie nicht fein. Als junger Mensch wollte ich zum Militär. Ja, die Laufbahn hätte mir gelegen. Ich hatte schon immer eine straffe Haltung. Das merkt man immer noch. Obwohl Schuster ist Unberuf, der bildet.
wie einer seine Schuhe ablatscht, ja? Da kann man viel dran sehen. Daraus lässt sich auf den Charakter schließen. Da gibt es Ballenläufer, Hackenläufer, Spitzenläufer. Ideale und Uneale. Ich kenne die Leute an den Füßen. Ich kenne sie mir woanders. Aber den Charakter merkt man da auch. Wenn du alleine arbeitest, bist du ziemlich schutzlos gegen die Leute. Wenn du für einen Kerl arbeitest, bist du schutzlos gegen den. Mit dir könnte ich mir das irgendwie denken. Ich verdiene, aber ich weiß, da ist jemand, der versteht was von der Welt. Aber wenn ich dich nur wirklich lieb gewinne, das möchte ich doch. Das habe ich doch schon. Kannst du doch. Nee, das kann ich nicht. Ich kann dir doch nicht lieben und zugleich vermieten. Dann will ich lieber, dass du was Besseres machst. Was heißt denn dir was Besseres? Ich meine das nicht so, Miete. Doch, ich lade dich ein und du suchst dir was Besseres. Du hast mich missverstanden. Jawohl, und zwar gerade noch rechtzeitig. Weil du dein Leben lang im Knast warst, suchst du was Besseres. Dann such mal weiter. Bei mir kostet wieder 5 Mark in Zukunft. Das ist ja nun ein Jammer, dass der Herr Hauptmann seinen Abschied nehmen musste, wo er für die Klopperei ja nicht konnte. Ehre verloren, alles verloren. Offiziersberuf ist eben dauernde öffentliche Verantwortung. Hoffentlich finden wir noch jemand dafür. Wofür haben wir uns sonst die ganze Arbeit mit den Gesäßknöpfen gemacht? Sie haben ja recht, Waschke. Aber resonieren Sie nicht dauernd. Und lies nicht immer Zeitung, Willi. Du liest doch schon wieder unterm Strich. Zeig hier was steht denn drin. Premiere im Deutschen Theater. Was geht das dich an? Lies den Handelsteil, lies die Börsenkurse, lies die Politik. Interessiere dich für das praktische Leben. Guten Morgen, Herr Worms. Morgen. Guten Morgen, gnädige Frau. Morgen. Guten Morgen, Herr. Einjähriger, wie war doch rasch der Name? Obermüller, Dr. Obermüller aus Köpenick. Ah ja, richtig. Verzeihen Sie, lange nicht gesehen. Und was wird gebraucht, Herr Doktor? Ja, es handelt sich darum... Darf ich raten? Kann man gratulieren? Sie können. Der Bataillonsadjutant hat mir mitgeteilt, dass meine Ernennung zum Leutnant der Reserve soeben erfolgt ist. Ich muss nun sehen, wie ich mit der Equipierung fertig werde, möglichst rasch. Weil die Mutter meiner Frau uns besuchen wird, der ich eine große Freude machen würde, wenn ich sie in meiner neuen Ausstattung empfangen könnte. Sie stammt selbst aus einer Offiziersfamilie. Freut mich, Herr Leutnant. So darf ich Sie ja dann ab jetzt anreden. Freut mich auch für Sie, gnädige Frau. Willi, bring mal das Maßbuch. Gute Arbeit braucht natürlich Zeit, das muss ich Ihnen sagen. Wissen Sie, ich sage immer, vom Gefreiten aufwärts beginnt der Darwinismus. Aber der Mensch fängt erst beim Leutnant an. Ist es nicht so? Das würde ich nicht ganz so beurteilen, Herr Wormser. Aber für meine Laufbahn ist diese Ernennung außerordentlich wertvoll. Sie sind doch Staatsbeamter. Kommunalbeamter, Herr Wormser. Im Köpenicker Stadtmagistrat. Na, Beamter ist ja auch immer sehr schön. Kommen Sie. Stellen Sie sich doch mal da drüben hin, Herr Leutnant. Lassen Sie sich anschauen. Was meinen Sie, Wapschke? Durchaus. Na, da holen Sie mal unser Parade- und Ausstellungsstück. Ungetragen. Ein sehr nobler Kunde musste vom Kauf zurücktreten. Schlupfen Sie mal rein in den Rock. Das trifft sich wirklich glücklich für Sie und kostet Sie billiger. Knöpfen Sie mal zu, Wapschke. Was sagen Sie, gnädige Frau? Ihr nobler Kunde muss ja ein Riese gewesen sein. Stoßen Sie sich mal nicht an der Ärmellänge. Arme und Beine sind kein Problem. Entscheidend ist die Mitte. Ist er nicht ein bisschen eng? Das ist eine Kleinigkeit. Das ist aber doch ein Hauptmannsrock. So weit sind wir noch nicht, Herr Wormser. Kann doch immer noch werden. Warum denn nicht? Ebenso wie Sie vielleicht eines Tages Bürgermeister von Köpenick werden können. Ich bitte Sie, Herr Wormser. Das ist beides wirklich Zukunftsmusik.
Schauen Sie sich an im Spiegel. Immerhin sind Sie schon was geworden, was nicht jeder werden kann. Umgekehrt, lieber Herr Wormser. Genau umgekehrt. Das Große ist bei uns Fortschrittlichen die Idee des Volksheeres, in dem jeder den Platz einnimmt, der ihm in der sozialen Struktur der Volksgemeinschaft zukommt. Ist die Jacke nicht auch ein bisschen knapp? Du sollst sowieso abnehmen. Kalle! Was ist? Kannst du mal einen Moment wach werden? Was ist los? Ich mache Schluss mit mir. Dreh nicht durch, Junge. Warum willst du nicht was antun? Nein, ich hab da einen Plan. Du musst mir helfen, ein paar Türen aufzuklicken. Alleine komm ich da nicht rein. Gibst du da Geld? Das Geld kannst du behalten, ich will nichts. Du willst, ich komme überall rein. Die Frage ist, um wie viel es sich handelt. Wenn es sich nicht lohnt, kann ich nicht mitmachen. Konnte er vielleicht mal die Fresse halten. Einmal selber die Fresse. So weit hat es noch nicht gegeben, Wilhelm. In Einstieg bei der Polente. Ich mach mal dazu wach. Ja. Regal. U bis Z. Hier ist mein ganzes Vorleben drin. Alle Polizeiberichte, alle Urteile. Nehme ich jetzt mit. Rennen in den Ofen, weg sind sie. Und da drüben, du, das sind die Passgeschichten. Sieh mal zu, ob du das aufkriegst. Das mache ich mit den Fingern, Aral. Aber wo ist die Kasse? Ich sehe keine. Bleib ruhig, die muss hier sein. Hier kommen da die Gebühren drin und die Strafgelder. Ganze 37 Mark drin. Ich fühle mich verarscht von dir. Es tut mir leid, Kalle. Wie in 37 Mark bleibe ich nicht länger. Ich bin soweit. Da drin muss ich was verstellt haben. Komm, lass mich mal. Also geht das nicht, wenn du den Haken verbiegst. Komm ich aus Fenster? Das Fenster ist doch verjittert. Alles wegen 37 Mark. Ich leg die wieder hin. Ich bin uns mitgekommen. Ich denke, du bist Spezialist. Ich bin Einbrecher und kein Ausbrecher. Vielleicht hat sich von innen jemand eingeschlossen. Ausgeschlossen. Moin, die Herren. Ich sehe, Sie kommen heute später. Als wir gekommen sind, war offen.
Guten Morgen, Herr Direktor! Abzählen von 1 bis 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vorzüglich, das klappt schon. 1 bis 7 Kavallerie, 8 bis 12 Artillerie, 13 bis 21 Infanterie. Dreimal Pioniere, der Rest Ross und Sanitäter. Setzt euch. Wie ihr wisst, stehen wir wieder einmal vor dem Gedenktag der Schlacht bei Sedan, auf den wir uns wie jedes Jahr mit unserer heutigen Übung vorbereiten wollen. 60 Millionen deutscher Herzen schlagen höher bei dem Gedanken, dass bei Sedan unser glorreiches Heer auf blutiger Wahlstatt den entscheidenden Sieg errang, der unser Vaterland erst zu dem gemacht hat, was es ist. Wie ihr wisst, hatte ich das unvergessliche Glück, als junger Kriegsfreiwilliger damals vor dem Feind zu stehen. Und ich habe mich immer bemüht, euch hier an dieser Stätte neue Erziehung und Wegweisung, etwas von dem historischen Geist dieses Tags zu vermitteln. Halt! Die Hände vor! Die Hände zeigen! Was soll das? Was ist los? Hier wird geschmuggelt, Herr Direktor! Das hätte ich gerade heute nicht erwartet. Worum handelt es sich? Der Mann hat ein Viertel Kantinenwurst gegen 10 Zigaretten getauscht. Dazu ein Kassiber übergeben. Welchen Inhalts? Ist so gezeichnet. Verzeihung, Herr Direktor. So Schweinerei. Schämen Sie sich, das will ich gar nicht sehen. Die Zigaretten sind beschlagnahmt. Sie ahnen nicht, wie Sie mit solchem Gift Ihre Gesundheit schädigen. Ich persönlich rauche überhaupt nicht. Nehmen Sie sich da ein Beispiel. Die Wurst kann warten werden. Du hast den Glück gehabt. Steck sie ein. Stecken Sie sie ein? Sie wissen, ich lege Wert darauf, dass die Anstaltsinsassen immer mit Sie angeredet werden. Pardon, Herr Direktor, ich habe mich versprochen. Kommen wir auf den historischen Anlass zurück. Über die Stärke der Truppenverbände seid ihr euch doch hoffentlich noch im Klaren. Wie ist die Gliederung eines Armeekorps beschaffen, Bulke? Ein Armeekorps besteht aus 2 Infanteriedivisionen, die Division zu je 2 Brigaden Infanterie, einer Kavallerie und einer Artilleriebrigade. Danke, Bulke, Sie waren Soldat, das merkt man. Aus wie viel Kompanie besteht ein kriegsstarkes Infanterieregiment? Podrecki? Das ist selbstverständlich, Herr Direktor. Unsinn, Sie lernen es nie. Wer weiß es? Gut, 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 Vogt, Sie brauchen das nicht zu sagen. Ihnen will ich eine schwerere Frage stellen. Was versteht man unter einer Kavalleriedivision? Eine Kavalleriedivision ist eine selbstständige Formation, welche direkt der Armee unterstellt ist und über deren Einsatz das Armeeoberkommando je nach der Lage verfügt. Danke, Vogt. Sie werden sehen, dass Ihnen das im späteren Leben einmal von Nutzen sein wird. Treten Sie mal raus, Sie übernehmen die Führung der Sturmregimenter. Es ist ja heute das letzte Mal, dass Sie in unserer Übung teilnehmen. Leider, Herr Direktor. Aufseher Lorenz, lassen Sie ausrücken. Kavallerie! Infanterie! Vorwärts Marsch, Leute! Schnittritten! Rück aus! Bulke, Sie markieren die Bayerische Kavalleriedivision. Jawohl! Guckt, holen Sie mal den Stuhl. Hier steht das 2. und 3. Westpreußische Grenadierregiment. Nein, mir darüber! Hier ist eine Bodenfalte, rechts davon ein Sumpf. Die Artillerie geht vor dem Podest in Deckung. Ja, ducken, konsequent ducken. Dieser Stuhl hier markiert die Höhe 101. Es ist 11 Uhr vormittags. Geradeaus im Gelände erkennen wir eine Windmühle. Dahinter steigt ein weißes Wölkchen auf. Was bedeutet das, Bulke? Schlechtes Wetter, Herr Direktor. Aber Bulke, gerade von Ihnen hätte ich eine andere Antwort erwartet. Es handelt sich natürlich um das Mündungsfeuer der feindlichen Artillerie. Verzeihung, Herr Direktor, aber das letzte Mal haben Sie gesagt, dass es um 11 zu pieseln anfing. Richtig, das macht die Sache wieder gut. Aber
Gegen Mittag hält es sich auf. Die Kavallerie rückt in leichtem Trab auf die Windmühle zu. Nein, nein, los hier rum! Sie kommen rein in den Sumpf! Was tun Sie da, Vogt? Ich stehe bereit und lasse auf alle Fälle erstmal ein Regiment ausschwärmen. Das Kommando gebe ich durch meinen Stabstrompeter. Bravo, Vogt. Sie erfassen die militärische Lage, als wären Sie selbst dabei gewesen. Wo haben Sie das nur her? Der Tag ein Preuße im Blut, Herr Direktor. Jawohl. Landesabteilung, kehrt! Ohne Tritt, Marsch! Wo lassen Sie die Leute denn hinmarschieren? Das ist der zweite Regiment. Die geht jetzt in Reserve. Die schicke ich jetzt an die Feldküche. Wenn die Leute ihre Suppe drin haben, sind sie nachher frisch. Hervorragend, Vogt. Beispielgebend. Das ist diejenige denkende Selbstständigkeit des Unterführers, die im Ernstfall benötigt wird. Aber jetzt setzt sich die Kavallerie in Galopp und geht zu Attacke! Über! Vorwärts, Leute! Schnettere Ding! Hurra! 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 Sie werden mir fehlen, Vogt. Gerade am Seelandstag. Den Seelandstag hätte ich auch gerne noch mit Ihnen gefeiert, Herr Direktor. Unterschreiben Sie mal hier. Hier, gleich hinterm Datum. Das ist Ihr Entlassungsschein. Und halten Sie sich straffrei diesmal. Das hatte ich schon letztens vor, Herr Direktor. Aber wo ich mich auch hingewendet habe, bin ich weggeschickt worden. Sie kennen ja meinen Fall. In meinen Augen sind Sie voll gebessert, Vogt. Und gehen Sie diesmal nicht irgendwo hin. Dann kann man Sie auch nicht wegschicken. Bewerben Sie sich vielmehr schriftlich um Zuzug und Aufenthalt. In Deutschland muss man sowas schriftlich machen. Das wissen Sie doch auch, Vogt. Viel Glück. Dito, Herr Direktor. Schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. Drum sag ich's noch einmal, schön sind die Jugend, ja. Meinen Sie zu Hauptrecht? Marie, ich bin dein großer Bruder. Willem. Mensch. Wilhelm, das ist doch nicht möglich. Komm rein. Komm rein. Wilhelm. Ich wollte mal guten Tag sagen. Ich gehe auch gleich wieder. Nicht, dass du denkst, ich will da zur Last fallen. Was trägst du da, Wilhelm? Ich lass dich doch nicht gleich wieder weg. Was meinst du, was mein Mann sagen würde, wenn mein einziger Bruder da ist und er kann nie kennenlernen? Ja, der wird nicht viel Freude an mir haben. Sag sowas nicht, du kennst ihn nicht. Gewiss. Auf seinem Magistrat, da wo er im Amt ist, da ist er ein Feind von jeder Unregelmäßigkeit, aber zu Hause ist er ein gütiger Mensch. Hm? Wo warst du bloß, Wilhelm? Wo warst du bloß? Warum hast du nie den Weg zu deiner Schwester gefunden? Das ganze Leben nicht. Wenn du mal geschrieben hättest, dann hätten wir da doch mal ein Weihnachtspaket geschickt. Das ist schön von dir. Wenn ich dran denke, wie Mutter gestorben ist, du. Nicht von Mutter, bitte. Nicht. Was machst du denn da? Ich zeig dir mal was. Der Friedrich rück doch jetzt am Seelandstag ein zur Landwehrübung. Diesmal ist es aber was ganz Besonderes. Er soll befördert werden zum Vizefeldwebel. Da macht er aber ein Geheimnis draus. Da ist er wie ein Kind. Den neuen Säbel. Den hat er aber schon. Den darf er sich nämlich selbst stellen. Und da will er mir mit überraschen. Du sagst aber nicht, ha? Ja. Lieschen, warum bist du nicht im Bett? Ich wollte mal wissen, wer gekommen ist. Sonst habe ich Angst. Mein Bruder Wilhelm ist gekommen.
Uns lange nicht gesehen, ha? Sag mal. Aber hier schwitzt wie du bist, da kannst du nie rumrennen. Leg dich mal wieder hin. Ich hol dir ein frisches Hemd, ha? Du hast eine Tochter? Nee, Willem. Leider nicht, wir haben keine Kinder. Deswegen haben wir hier auch das halbe Zimmer vermietet. Da haben wir nur auch so ein Pech mit. Ist ein ordentliches Mädchen, näht Wäsche. Aber sie hat keine Eltern mehr und jetzt liegt sie schon den dritten Monat und hat das auf der Brust. Zahlen kann sie nicht. Aber wir können sie ja schließlich nicht rausschmeißen. Augenblick, Willem, ha? Ich komm mal hinter sie. Na? Tag, Herr Ruprecht. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Ich bin nämlich Ihr Schwager. Willem Vogt. Ach so. Das ist richtig, dass du mal vorbeikommst. Wo ist denn Marie? Die ist dahinter bei der kranken Mädchen. Sind das deine Sachen? Bring ich mal raus. Ja, aber ich wollte ja gerade gehen. Ich mache keinen Langsums, das liegt mir nicht. Du bist der Bruder meiner Frau, also bist du hier willkommen. Danke dir. Nichts zu danken. Setz dich. Oder hast du keine Zeit? Zeit habe ich genug. Also, Wilhelm, wie geht's? Ich muss ja erst wieder anfangen. War ja 10 Jahre aus der Welt, ne? Verstehst du? Ja, ich weiß. Seit wann bist du draußen? Seit heute früh. Wusste nur ja nicht, wohin. Hast du keine Bekannten mehr? Nur die von drinnen. Und die will ich nur nicht mehr kennen. Verstehe ich. Ist auch in Ordnung so, Wilhelm. Schwamm drüber und Augen geradeaus. Der Mensch kann immer wieder von vorne anfangen. Da ist man nie zu alt für. Das wäre gut, wenn sie mal lassen. Arbeit wirst du schon kriegen. Heute sind sie nicht mehr so. Ich meine die Behörden wegen Aufenthalt. Ah, sind doch keine Kannibalen. Ich bin ja selber ein Stück Behörde. Und wie sehe ich aus, wie ein Mensch oder nicht? Ach, die hatte ich ein Mächtchen Bammel, muss ich da sagen. Hast du schon Quartier? Tag, Friedrich, da bist du ja. Ich hab das Lieschen umgebettet, die war ganz nass geschwitzt. Na, habt ihr euch denn schon bekannt gemacht, ha? Du und mein Bruder. Das haben wir, Marie. Und ich denke gerade, dass dein Bruder erstmal hier bleibt. Bis er eine Stelle hat. Nee, ich hab ja Geld gespart, ein Zimmer kann ich mir leisten. Das kann ich nicht annehmen. Kannst du nicht? Musst du aber. Das ist ein Regimentsbefehl. Jetzt greifen wir dir mal unter die Arme und wenn du es nicht umsonst annehmen willst, dann kannst du ja meiner Frau in ihrem Seifenladen ein bisschen zur Hand gehen. Stimmt's, Marie? Du meinst, der soll dann auch hier schlafen? Natürlich, wir haben doch das schöne Sofa, auf dem nie jemand sitzt. Ist dir doch recht, Willem. Mir schon, da hängt ja auch unsere alle Uhr drüber. Aber ob das Mariechen recht ist? Ich müsste dann ja Bettwäsche rausheben. Na, gib sie raus, du hast doch das ganze Spind voll. Mein ja nur, ich muss sie rausheben. Hol dann jetzt die Wäsche. So ist sie. Eine Seele von Mensch, nur ein bisschen umständlich. Guck mal mit, ich zeig dir mal was. Ich werde auch diesmal zum Vizefeldwebel befördert. Das ist doch meine zweite freiwillige Landsturmübung. Das weiß sie aber nicht. Und da will ich sie überraschen mit. Guck mal. Den Säbel habe ich mir schon gekauft. Damit komme ich dann nach Hause. Und da freut sie sich. Da ist sie wie ein Kind. Halt aber dicht, Wilhelm. Jawohl, der Vizefeldwebel. Mensch, da kannst du ja, wenn es mal losgeht, als Offiziersstellvertreter einrücken. Du kennst dich ja aus in der Rangordnung. Ich hab mich immer dafür interessiert, obwohl ich ja leider nie dazu gekommen bin, ne? Schade drum, das ist doch das Beste im Leben. Ist mir uns lieb, dass ein Mann im Haus ist, solange ich im Manöver stehe. Marie ist manchmal leichtsinnig, redet mit der Kundschaft, sieht nicht hin, Kasse steht offen. Da hat man ein bisschen Auge drauf, Willem. Mensch, Friedrich, wenn es mehr Leute wie dir gäbe, bräuchten wir bald keine Zuchthäuser mehr. Was schreibst du denn da, Onkel Philipp? Ich
schreibe mein ganzes Leben auf. Und wie ist dein Leben, Onkel Wilhelm? Ich versuche hier gerade rauszukriegen. Ich wurde am 13.02.1849 als Sohn des Schuhmachergesellen Rudolf Vogt und seiner Ehefrau Martha, geborene Patzig, geboren. Mein Elternhaus stand neben einer Kaserne, in der ein Regiment Ulanen lag. Ich sah die stolzen Reiter auf den schönen Pferden und bald regte sich in meiner kindlichen Seele der Wunsch, auch einmal selbst den bunten Rock zu tragen. Herr Bürgermeister, Ihre Uniform ist fertig. Danke, Fanny. Dann ist die enger geworden. Kann sie nicht. Ich hab sie nur gebügelt. Mathilde! Warum sagt mir niemand, dass mir die Uniform nicht mehr passt? Ein bisschen knapp war sie immer. Aber sie ging doch zu. Ach, das ist eine Katastrophe! Morgen früh beginnt das Manöver. Ich kann doch jetzt nicht mehr absagen. Sie haben sie zu heiß gebügelt. Geben Sie es zu. Ich habe sie nur mit halber Hitze gebügelt und mit einem feuchten Tuch drüber. Ich lasse mir nichts vorwerfen. Gehen Sie mal raus, Fanny. Du bist zu dick geworden. Das empfinde ich seit langem. Unsinn, ich bin wie immer. Was mache ich denn jetzt? Ich melde mich krank. Plötzliche Herzattacke. Oder Bronchitis. Nein, Herz ist besser. Mach jetzt nicht schlapp. Das ist ja schön, dass es heutzutage Telefon gibt. Man kann sofort einspringen. Indem ich ihn die Knöpfe versetze, gewinnen wir 4 cm. Wenn Sie mal probieren wollen. Danke, Herr Mamschke. Ist ja immer noch ein schöner Rock. Der überdauert Ihnen normalerweise. Ein wenig beengt fühle ich mich aber immer noch. Also wenn ich mir ein Wort erlauben darf, liebe Frau, wenn der Herr Bürgermeister zum Oberleutnant befördert wird, könnte man ja auch mal an eine neue Uniform denken. Da hat der Mann vielleicht recht, Mathilde. Denn dass Sie stärker werden, Herr Bürgermeister, mit den Jahren, das schmückt Sie doch, das steht Ihnen doch zu Gesicht. Es kommt auch von der sitzenden Lebensführung, zu der ich gehalten bin, seit ich an der Spitze der Stadt Köpenick stehe. Würden Sie die Uniform in Zahlung nehmen, wenn mein Mann sich eine neue bestellt? Das müssten Sie mit Herrn Wormser bereden. Ich kriege jetzt nur das Fahrgeld für die Droschke. Immer bewusst, meine Herren, dass der deutsche Reserveoffizier auch in Friedenszeiten berufen ist, die militärischen Tugenden von Treue und Gehorsam im Zivil- und Erwerbsleben zu verkörpern. In diesem Sinne, verbunden mit König und Vaterland, schreiten wir am Jahrestag der Schlacht bei Sedan zu den turnusmäßigen Beförderungen. Name? Dr. Obermüller. Zivilstand? Bürgermeister von Köpenick. Vielleicht ein bisschen mehr Bewegung in Zukunft. Jawohl, Herr Oberst. Achtung! Präsentiert das Gewehr! Wir bieten dir den Jungfernkranz,
Donnerstag wurde ja auch im Knast begangen. Da bin ich immer sehr geschätzt worden wegen meines militärischen Interesses. Wisst ihr, warum ich mit dir gerade hierher gehen wollte, Marie? Vor langer Zeit bin ich hier mit einem jungen Mädchen gewesen. Da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ach, Willem, Hauptsache, du machst das in Zukunft richtig, hä? Einen Fehler gemacht. Ach, Willem, Hauptsache, du machst das in Zukunft richtig, hä? Puppchen, du bist mein Augenstern. Puppchen, das ist ein schönes Lied. Hab dich zum Fressen, ja, Puppchen, mein süßes Puppchen. Eventuell. Na komm, komm. Willst du wohl zudecken? Sonst bist du doch nie gesund. Also, so. Liest du mir was vor, Onkel Willem? Da bin ich eigentlich schon zu alt für. Ich lacht mir aus, aber ich lese es so gerne. Hier ist die Stelle, wo ich aufgehört habe. Ja. Bremer Stadtmusikanten, Grimms Märchen, habe ich als Kind auch immer gerne gelesen. Da bin ich eigentlich schon zu alt für. Macht nichts. Hier lese ich weiter. Wie kann man da lustig sein, wenn es einem an den Kragen geht, antwortete die Katze. Weil ich nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden und ich lieber hinterm Ofen sitze, als den ganzen Tag nach Mäusen herumzujagen, wollen die mich ersäufen. Ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer. Wo soll ich denn hin? Komm mit uns, sagte der Hahn. Etwas Besseres als den Tod werden wir überall finden. Das Märchen? Schläfst du? Nicht weggehen, bitte. Was hat da geklingelt, Mädchen? Bleib hier, der geht wieder weg. Ich muss doch mal nachsehen. Irgendjemand will was, siehst du. Aber lass die Tür auf. Ja, du kannst mich hören bis an die Tür. Wer ist denn da? Wurde der Polizeibeaufsichtigte Schuster wieder Vogt? Ja, ich bin jetzt selber. Unterschreiben Sie mal. Das ist eine Zustellung vom Revier. Ja. Liefchen? Setz dich doch, Friedrich. Ich hab schönen frischen Kuchen. Was ist denn? Bist du so stille? Ich muss da was sagen, Friedrich. Aber erschreck nicht, ja?
Das Lieschen ist tot. Was? Was hast du gesagt? Reg deine auf, ist ja nicht mehr zu ändern, ne? Aber ganz still ist sie gestorben. Ich war unten im Laden und der Wilhelm, der hat ihr was vorgelesen. Und dann ist er im Moment hier in die Küche und in dem Moment ist sie gestorben. Ganz für sich und ganz still. Naja, der Wilhelm ist gerade mit zur Beerdigung. Ist da was, Friedrich? Danke, Marie. Nachher. Das Kommissbrot macht mir immer so einen vollen Magen. Ich musste übrigens auch was erzählen. Ich dachte, das heißt, ich war in der Reihe von rechts wegen. Der Hauptmann hat selbst gesagt, er begreift's nicht. Was denn, Friedrich? Ich hätte gedacht, dass ich diesmal zum Vizefeldwebel befördert werde. Da wollte ich dich überraschen mit. Na und, Friedrich? Na und, es ist eben nichts draus geworden. Da ist eine neue Verordnung rausgekommen, eine Etatverkürzung. Und da ist es eben anscheinend nicht möglich gewesen, dass ich befördert werde. Dann kannst du doch aber ja nichts dafür, Friedrich. Natürlich kann ich nichts dafür. Es ist eben so, dass es immer nur nach den Bestimmungen geht. Nach dem Papier. Und nicht nach dem Verdienst. Aber ist es nicht der Hauptsache, dass wir gesund sind? Denk mal an eine tote Lieschen. Du hast ja recht, Marie. Ich kann auch so leben. Ja, und so ein junges Ding muss sterben. Naja, ich muss dann mal runter nach dem Laden. Ich will nachher Puffer machen für Wilhelm und für dich. Vielleicht kannst du schon mal Kartoffeln schälen. Ja, ist gut, Mann. Friedrich, ist das schön, dass du wieder da bist. Tag, Wilhelm. Komm rein. Ist die Beerdigung vorbei? Das hätte keiner gedacht, dass es so rasch geht. Wir haben doch immer einen Arzt gehabt und alles getan. Ja, das ist nun vorbei. Stimmt, lamentieren hilft nichts. Davon wird sie nicht wieder lebendig. Trink mal einen Kaffee. Nee, danke. Was ist denn nun mit dem Feldwebel? Ist nichts geworden. War ein Irrtum von mir. Oh, du warst doch an der Reihe. Das war doch dein gutes Recht. Eigentlich schon. Es gibt weniger Etat oder sowas. Da können Sie so viel Feldwebel nicht ernennen. Reden wir nicht davon. Ist nicht so wichtig. Wichtig ist ja nichts. Dafür ist die Welt zu groß. Nur richtig muss es sein. Ich meine, was Recht ist, muss doch auch Recht bleiben, oder nicht? Recht ist, was Gesetz ist, Wilhelm. Es geht ja nicht nach dem, was einer möchte. Es geht immer ums große Ganze. Amen. Was ist? Solche Sätze hören immer mit Amen auf. Verstehe ich nicht. Macht nichts. Gehe sowieso. Was ist denn los, Wilhelm? Wo willst du denn hin? Ich will nicht. Ich muss. Hier. Lies mal. Ausweisung. Der polizeiaufsichtspflichtige Schuster Wilhelm Vogt wird hiermit aus Berlin sowie aus Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf und den folgenden 13 Amtsbezirken und nachstehenden 30 Ortschaften ausgewiesen. Im Nichteinhaltungsfall erfolgt Abfuhr per Schub, im Wiederbetretungsfall eine Geldstrafe von 100 Mark, ersatzweise 30 Tage Haft. Herrgott, Wilhelm, aber du hast doch eine Eingabe gemacht. Ich finde das komisch. Die haben sie nicht befördert und mir befördern sie raus. Lach nicht, die Sache ist ernst. Wenn dem so ist, dann müssen besondere Gründe vorliegen. Aber selbstverständlich musst du dann woanders Aufenthalt kriegen, zum Beispiel bei deiner Heimatbehörde. Da gehöre ich nicht mehr hin. Mensch, wir haben einen Staat und eine Ordnung. Und irgendwann kommst auch du da wieder rein. Sonst gäbe es ja keinen Treu und Glauben mehr. Wenn da mal bloß nichts passiert. Nicht bei uns. Nicht in Deutschland, da ist fester Boden drunter. Anderswo vielleicht, wo das Gebälk faul ist. In Russland vielleicht, da haben sie die Bestechlichkeit der Behörden. Oder in Frankreich, da gibt es die Lasterhaftigkeit der höheren Kreise. Da kann was passieren, da ist Bruch, verstehst du? Aber bei uns ist alles gesund. Von oben und von unten. Und was gesund ist, das ist auch richtig, Wilhelm. Das ist auf Fels gebaut. Ich hab noch meine Latschen im Schrank. Ah. Ich bin Säbel.
Den hast du ja jetzt übrig, wa? Also, was ist so für dich? Mit deiner Beförderung. Wenn Sie den Etat kürzen müssen und es trifft nun mal mich, dann ist das eben so. Und für das Geld, was Sie an Löhnung einsparen, da wird vielleicht eine Kanone gebaut. Ja, und dann geht's los. Dann trifft es wieder dich. Bum, bum, da liegst du. Jawohl, da liege ich, wenn es mal losgeht. Dann weiß ich aber auch wofür. Fürs Vaterland und für die Heimat. Dann sollen Sie mich drin leben lassen in die Heimat. Da bin ich auch bereit dafür zu sterben, wenn es sein muss. Aber wo ist denn die Heimat? Die Heimat ist eine Bescheinigung vom Polizeibüro. Und wenn du die nicht kriegst, hast du keine Heimat. Ich darf mir das nicht anhören, Wilhelm. Ich bin Soldat und ich bin Beamter und das bin ich mit Leib und Seele. Und ich weiß, dass das Recht bei uns über alles geht. Jawohl, auch über den Menschen, Friedrich. Über den Menschen mit Leib und Seele. Da geht er drüber und dann steht der nicht mehr auf. Mensch, hast du denn keine innere Stimme, Wilhelm? Hast du denn kein Pflichtgefühl? Die innere Stimme. Vorhin auf dem Friedhof da. Hat sie gesprochen im Wald? Ja, still auf der Welt. Mensch, hat sie gesagt. Eines Tages kneifst auch du den Arsch zu, hat sie gesagt. Und dann stehst du vor Gott, dem Vater, der alles geschaffen hat. Vor dem stehst du denn und der kickt dir ins Gesicht. Wilhelm Vogt, was hast du gemacht aus deinem Leben? Und so muss ich sagen, Fußmatte, muss ich sagen, habe ich gemacht im Knast. Und dann sind sie alle drauf rumgetrampelt. Und dann hast du noch ein bisschen geröchelt und die letzte Luft und dann... Dann war es aus. Das sagt der Mensch zu Gott. Und der sagt: Raus! Ausweisung, sagt er! Dafür habe ich dir dein Leben nicht geschenkt, das bist du mir schuldig. Was hast du damit gemacht? Und dann, Friedrich, dann kriege ich wieder keine Aufenthaltserlaubnis. Wilhelm, du pochst an die Weltordnung. Die änderst du doch nicht. Das will ich nicht. Das kann ich ja auch ja nicht. Dazu bin ich viel zu alleine für. Aber so knickrig, verstehst du, möchte ich eines Tages nicht vor meinem Schöpfer stehen. Ich will ihm nicht schuldig bleiben. Ich werd da noch was machen, verstehst du? Was hast du vor, Wilhelm? Was andere können, das kann ich schon lange. Marie wollte Puffer machen. Grüß Sie. Ihr wart gut zu mir. Herr Gott, du fährst auf dem falschen Gleis, Wilhelm. Du kannst nur so fahren, wie die Gleise liegen. Der Mensch ist sehr gefährlich. Den Rest sehen Sie nicht. Schwer gehen. Ja, und die Hose sowieso so gut wie neu. Uniform ist ja gerade erst drin gekommen. Tja, die Hose ist zu kurz. Noch ist es zu kurz. Wenn ich ihn den Saum rauslasse, sitzt er wie angegossen. Ich will zum Maskenball und da habe ich mir gerade überlegt, dass ich da mindestens als Hauptmann hingehen will. Und das ist ein Leutnantsrock. Da leg ihn eben noch zwei originale Sterne dazu. Die brauchen sie bloß auf das Schulterstück stecken. Sie haben ein feines Gefühlchen. So ein Noblesse-Tuch verlangt nach einem Hauptmann. Wenn die Uniform könnte alleine spazieren gehen, glauben Sie mir. Jeder Soldat würde sich rüßen. Der Riss gefällt mir nicht. Auch wenn Sie ihn zugenäht haben. Ich glaube, ich nehme Sie nicht. Müssen Sie gehen als Hauptmann? Nehmen Sie was Historisches. Gehen Sie als Reiter, General. Oder als römischer Feldherr.
mit Larve. Sie sollen sich ja wohlfühlen. Als Hauptmann werden Sie sich sowieso nicht amüsieren. Hauptmänner kennt jeder. Wird man gleich sagen, so sieht kein Hauptmann aus. Wie meinen Sie das? Ich meine, so ist vielleicht zu echt. Ja, nicht wie eine Verkleidung. Dann nehme ich den Rock doch. Was soll er kosten? Kosten kann keine Rede sein. Ist eine Kapitalanlage für Sie. Also, geben Sie 20 Mark. Nee. Ja, 18. Oder sagen wir 17. 17 ist ein Wort, Herr Hauptmann. Ja, dann kriegt noch eine Mütze dazu und Handschuhe. Haben Sie einen Säbel? Handschuhe sind hier. Und ein Säbel hier. Ist auch ein Gardestern dran. Na, Sie denken auch an alles. Sehen wir mal. Hier ist der Stern. Moin. Kein Betrieb, Henkel, was? Moin. Na, so früh reist noch keiner. Halten Sie mal. Entschuldigen Sie, aber wenn ich früh aufstehe, klappt's manchmal nicht. Doch dann ist es dringend. Ein bisschen Beeilung, bitte. Unglaublich. Wenn man nicht aufpasst, pennen die Kerle auf dem Lokus. Jetzt reicht das aber. Verdammt nochmal, wer scheißt denn da so lange? Haben Sie gedient? Jawohl, Herr Hauptmann. Dann werden Sie auch gelernt haben, sich zu beherrschen. Wo haben Sie gedient? Beim 6. Schlesischen Infanterieregiment Prinzenjoachim Albrecht, 1. Bataillon, 3. Kompanie. Warten Sie mal einen Moment. Diesmal kommen Sie mal her. Holen Sie mir mein Paket da raus und bringen Sie es zur Handgepäckaufbewahrung. Ich komme nach. Marsch. Jawohl. So, jetzt können Sie austreten, aber das nächste Mal nehmen Sie sich ein bisschen zusammen. Jawohl, Herr Hauptmann. Moin. Wapschke, der Hauptmann da draußen kommt mir bekannt vor. War der mal Kunde bei uns? Nicht, dass ich im Moment wüsste, Herr Wurmser. Abteilung! Halt! Das Gewehr! Ab! Rührt euch! Gefreiter zu mir! Machen Sie mir Meldung! Zu Befehl, Herr Hauptmann! Gefreiter Klaptor, Gardefüsilierregiment 1. Kompanie, nach Wachablösung im Militärbadeanstalt mit 6 Mann auf dem Rückmarsch in die Kaserne. Danke, Gefreiter. Alle mal herhören. Sie stehen ab sofort unter meinem Kommando. Sie haben auf allerhöchste Anordnung des Kaisers eine Verhaftung vorzunehmen. Wir benutzen die Bahn Richtung Köpenick. Strengste Geheimhaltung. Gespräche mit Zivilisten sind absolut verboten. Gefreiter? Kennen Sie die Leute da drüben? Das könnte die Wache vom Schießplatz sein. 2. Garderegiment. Na, holen Sie die Männer hierher. Marsch, marsch! Schnittere Teng! Abteilung fährt, ohne Rückmarsch.
Sie der einzige Posten hier? Jawohl, Herr Hauptmann. Wo ist der Polizeiinspektor? Im Amtszimmer. Soll ich ihn rufen? Zunächst nicht. Sie hören auf mein Kommando. Zu Befehl, Hauptmann. Wie viele Ausgänge hat das Rathaus? Hier und das Hoftor nach hinten raus. Ein Mann an den Haupteingang, der zweite besetzt das Rückportal. Niemand verlässt oder betritt das Rathaus ohne meine Genehmigung. Belagerungszustand. Das Tor zur Straße wird geschlossen. Zu Befehl, Herr Hauptmann. Zwei Mann zu mir. Sie führen mich zum Amtszimmer des Bürgermeisters. Zu Befehl, Herr. Wo ist der andere Gefreite? Hier, zur Stelle, Hauptmann. Sie haben das Kommando im Parterre. Ein Mann bleibt bei Ihnen als Melder. Alles andere folgt mir. Vorwärts, Marsch, schnellere Ding. Die Verwaltung einer Stadtgemeinde, deren Hauptkontingent sich aus Industriebevölkerung rekrutiert, lassen Sie mal, das sind zu viele Fremdworte. Schreiben Sie mal Anteil statt Kontingent und zusammengesetzt statt rekrutiert. Haben Sie? Kann nur nach den Grundsätzen der freisinnigen Sozialpolitik geleitet werden. Herr Bürgermeister. Ich bitte Sie, es handelt sich um einen Ausnahmezustand. Wieso kommen Sie hier herein, ohne anzuklopfen? Zwei Mann vor Gewehr, der Rest bleibt vorläufig auf dem Flur zurück zur Reserve. Mal Platz haben. Sind Sie der Bürgermeister von Köpenick? Allerdings. Welche ist im Haus? Ja, was soll denn das? Auf allerhöchsten Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs, Sie sind verhaftet. Ich habe den Auftrag, Sie sofort nach Berlin auf die neue Wache zu bringen. Machen Sie sich fertig. Das muss ein Irrtum sein. Das verstehe ich nicht. Warum denn überhaupt? Genügt Ihnen das nicht? Aber es muss doch ein Grund vorliegen. Den werden Sie schon wissen. Was wollen Sie damit sagen? Das können Sie mit mir nicht machen! Haben Sie gedient? Jawohl. Ich bin Oberleutnant der Reserve. Da wissen Sie doch, dass jeder Widerstand zwecklos ist. Ich habe Befehl, Befehl ist Befehl. Beschweren können Sie sich hinterher. Wer hat die Stadtkasse unter sich? Der Stadtkämmerer Rosenkranz. Aber ich verlange nochmals mit Nachdruck eine Erklärung. Kümmern Sie sich mal um den Polizeiinspektor. Zu Befehl. Und Sie holen den Herrn Kämmerer zu mir. Der Kämmerer steht im Vorzimmer. Herr Stadtkämmerer, reinkommen! Zur Stelle, Herr Hauptmann. Haben Sie gedient? Jawohl, Herr Hauptmann. Leutnant der Reserve im 1. Nasshausen Feldartillerieregiment Nummer 27, Oranien. Danke. Leider muss ich auch Sie vorläufig in Haft nehmen und auf die neue Wache nach Berlin bringen. Sie machen sofort einen vollständigen Kassenabschluss, den ich kontrollieren werde. Zu Befehl, Herr Hauptmann. Ich muss mich zu diesem Zweck in den Kassenraum begeben. Bitte gehorsamst um Passiererlaubnis. Sie bekommen eine Wache mit. Zu Befehl. Erlauben Sie mal, Herr Stadtkämmerer! Wie kommen Sie eigentlich dazu, hier einfach zu kapitulieren? Sie haben in diesem Hause ohne meine Anweisung keinen Abschluss zu machen. Noch bin ich nicht abgesetzt. Die Stadtkasse unterliegt den Beschlüssen der Verwaltung. Die Verwaltung der Stadt Köpenick bin ich. Führen Sie meine Anweisung aus. Selbstverständlich, Herr Hauptmann. Ich gebe Ihnen 10 Minuten. Ich werde mich beeilen, Herr Hauptmann. Posten unter Gewehr für den Herrn Stadtkämmerer! Ich beuge mich der Gewalt, Herr Hauptmann. Aber Ihr Vorgehen wird nicht ohne parlamentarische Folgen bleiben. Ich bin Mitglied der Fortschrittlichen Volkspartei. Melde gehorsamst, der Polizeiinspektor schläft. Was heißt das? Hat er sich hingelegt? Sitzt am Schreibtisch, schnarcht mächtig. Soll ich ihn wecken? Das mache ich selbst. Haben Sie einen Wunsch? Darf ich Ihnen eine kleine Stärkung bringen lassen? Nein, danke. Aber wenn ich vielleicht meine Frau benachrichtigen dürfte. Wo wohnen Sie? Oben im Haus, Dienstwohnung. Hol Sie mal die Frau Bürgermeister her. Aber zapp, zapp, wir bleiben nicht mehr lange. Besten Dank, Herr Hauptmann. Obwohl ich nach wie vor protestiere. Alle mal her, alle Leute, bleiben auf den Zimmern. Der Verkehr auf den Korridoren ist untersagt. Türen schließen. Persönliche Dringlichkeiten sind in Begleitung eines Posten zu erledigen. Marsch! Achtung! Herr Hauptmann, schämen Sie sich nicht, im Dienst zu schlafen? Werden Sie dafür von der Stadt Köpenick bezahlt? Nein, Hauptmann.
Man kann das Rathaus besetzen und Sie merken nichts. Bringen Sie mal Ihre Kleider in Ordnung. Verzeihen, Herr Hauptmann. Der Nachmittag war so still, Herr Hauptmann. Ich führe hier eine Untersuchung durch. Auf direkte Order seiner Majestät des Kaisers. Ab jetzt wird streng durchgegriffen. Ja, oder, Hauptmann? Ich möchte noch bemerken, dass ich eigentlich schon Dienstschluss habe, weil heute mein Badetag ist. Meine Frau macht nachmittags das Wasser heiß und da gehe ich früher. Sie wollen baden gehen? Natürlich nur, wenn ich nicht gebraucht werde. Natürlich werden Sie eigentlich gebraucht. Ich beurlaube Sie. Aber ausschließlich zum Baden. Danach kommen Sie wieder. In einem gewaschenen Körper wohnt ein sauberer Geist. Achtung! Wie weit sind Sie? Die Geldsortenzählung ist abgeschlossen. Ein Sollbestand von 4.237 Mark ergibt sich. Im Augenblick leider ein Fehlbetrag von 13,67 Mark. Wie können Sie den erklären? Wir überprüfen gerade alles noch einmal. Nicht, dass jemand denkt, das Banko hätte ich mir angeeignet. Aber Herr Hauptmann. Ja. Herr Hauptmann, ich bin Frau Bürgermeister Obermüller. Was ist denn geschehen, um Gottes Willen? Was soll denn mein armer Mann getan haben? Liebe Frau, ich habe den höchst unangenehmen Auftrag, Ihren Herrn Gemahl auf die neue Wache nach Berlin zu bringen. Alles Weitere wird Ihnen Herr Gemahl sicher selbst anvertrauen. Sie können jederzeit unter Aufsicht mit ihm verkehren. Können Sie eine geschlossene Kutsche requirieren? Da käme der Vorunternehmer Materie in Frage. Aber ohne Aufsehen. Am besten über den Hof, Herr Hauptmann. Da bist, Mathilde. Es ist alles völlig unverständlich. Wir haben doch heute Abend die Leute eingeladen. Was soll denn mein armer Mann auf der neuen Wache, Herr Hauptmann? Das entzieht sich meiner Kenntnis, Herr Frau. Es soll sich aber um ungewöhnliche Unregelmäßigkeiten handeln. Ich lehne jede Beschuldigung ab. Ist er denn am Abend wieder zurück? Das glaube ich kaum, Herr Frau. Und wir geben heute eine Abendgesellschaft. Es ist alles vorbereitet. Wenn ich mir erlauben darf, Ihre Frau, dann würde ich Ihnen raten, die Gesellschaft abzusagen. Noch können sich die Herrschaften was anderes vornehmen. Dann müsste ich sofort telefonieren. Aber nur in dieser privaten Angelegenheit. Posten, lassen Sie mich eintreten. Verboten! Es handelt sich um eine polizeiliche Diensthandlung. Verboten! Im Namen des Gesetzes. Das kann nur der Hauptmann erlauben. Aufmachen! Polizei! Ich kann es in der Eile nicht erklären, liebe Luise. Aber mein Mann muss plötzlich in die Stadt. Dienstlich. Ganz überraschend. Bitte rufen Sie doch Frau Kutzmann an und Frau Koch und Frau von Lüttke, dass wir heute Abend leider absagen müssen. Danke. Vielen Dank. Nein, das ist es nicht. Wirklich nicht. Sie denkt, du wirst zum Landrat ernannt. Geht es wirklich nicht anders, Herr Hauptmann? Leider nein, liebe Frau. Sie wissen doch, wenn man als Offizier einen Befehl kriegt, muss man handeln. Auch wenn es einem selbst gegen den Strich geht. Dafür ist man Soldat. Wichtige Meldung, Hauptmann. Polizei ist eingetroffen. Polizei? Ja, oder? Ja, dann muss ich wohl selbst kommen. Wo ist denn überhaupt unser eigener Polizeiinspektor? Ja, richtig. Wo sind die Leute? Du kannst doch nicht einfach so da sitzen. Was soll ich denn tun? Es muss sich um eine Verleumdung handeln. Aber das glaube ich ja auch nicht. Hat er dir nichts gesagt? Was soll er denn sagen? Der Mann hat Befehl, der tut nur seine Pflicht. Hast du seine Legitimation gesehen? Was denn für eine Legitimation? Der Mann ist Hauptmann. Was ist denn das für ein Hauptmann? Ist er vom Stab? Oder ist er Gerichtsoffizier? Weiß ich nicht. Oberhofmeister Kunze, Landkreis Teltow.
bin zufällig in Köpenick. Stelle mich zur Verfügung, Hauptmann. Bravo, Kunze. Ich erkenne in Ihnen den mitdenkenden Unterführer. Herr Hauptmann! Da unten auf dem Gang sind plötzlich lauter Abgeordnete. Ja, die wollen nicht parieren. Die sagen, die Sitzung ist aus. Sie wollen raus. Sehen Sie, ich kann Sie brauchen. Fassen Sie die Herren im Sitzungsraum zusammen und lassen Sie abzählen. Keiner verlässt das Haus. Ich handle im direkten Auftrag seiner Majestät des Kaisers. Telefoniere doch schnell zum Kreisamt Teltow oder zum Landrat. Ja, das könnte ich versuchen. Das heißt, falls man dort überhaupt im Bilde ist. Überleg nicht lange. Ruf an. Das kann ich nicht leiden. Erlauben Sie mal, ich habe eben doch auch telefoniert. Sie waren doch dabei. Nein, das kann ich nicht leiden. So nehmen Sie doch dieses spitze Ding da weg. Da siehst du es. Und wenn es kein echter Hauptmann ist? Ich erkläre es dir als Offizier. Der Mann hier ist Gardefüsilier. Und der andere ist vom 2. Garderegiment. Niemand kann Leute aus verschiedenen Regimentern befehligen, wenn nicht besondere Weisung vorliegt. Ich lasse eine geschlossene Kutsche kommen. Sie wird gleich hier sein. Sie können auf dem Hof einsteigen, damit kein Aufsehen entsteht. Herr Hauptmann, dürfen wir Sie vielleicht nach Ihrer Legitimation fragen? Ihr Herr Gemahl, die Frau ist Soldat. Ich glaube, er weiß, dass ein Kommando vor Gewehr absolute Vollmacht bedeutet. Ich habe es dir gesagt. Dann erlauben Sie mir, dass ich meinen Mann auf dieser schweren Fahrt begleite. Herr Bürgermeister, wollen Sie mir als Offizier Ihr Ehrenwort geben, dass Sie keinen Fluchtversuch machen? Selbstverständlich, Herr Hauptmann. Dann habe ich nichts dagegen, Eva. Ich danke Ihnen. Ich werde mich fertig machen. Nehmen Sie vor der Tür Aufstellung. Ich werde Ihr korrektes Verhalten bei Gelegenheit erwähnen. Wenn auch Reserve, Sie sind also Oberleutnant. Jawohl, Herr Hauptmann. Deshalb hat man Ihnen keinen Leutnant geschickt, sondern einen Hauptmann. Darf ich Herrn Hauptmann eine Zigarre anbieten? Das dürfen Sie. Gestatten, Herr Hauptmann, dass ich selber rauche? Aber bitte. Ich verstehe, dass Sie nur Ihre Pflicht tun, Herr Hauptmann. Dass ich mir staatsrechtlich gesehen gewisse Schritte vorbehalte, werden Sie verstehen. Das können Sie doch. Wo ist denn Ihre Passabteilung? Haben wir hier nicht. Ich meine, wo Sie Ihre Pässe ausgeben. Pässe gibt's in Teltow auf dem Landratsamt. Ach so. Tragen Sie diesen Rock schon immer, Herr Hauptmann? Wie meinen Sie das? Ich frage, weil ich da einen kleinen Mangel bemerke. Ich habe immer gelacht. Auf dem Rathaus gibt's auch Pässe. Der kleine Riss. Da rechts von der Knopfleiste. Das ist der Rock des Kaisers und Königs, den habe ich im härtesten Dienst getragen. Was gefällt Ihnen daran nicht? Herr Hauptmann, der Wagen steht auf dem Hof und die Frau Bürgermeister sitzt schon drin. Bringen Sie den Herrn Bürgermeister runter. Sie begleiten den Wagen bis zur neuen Wache. Aber warten Sie doch auf den Herrn Stadtkämmerer. Zu Befehl, Herr Hauptmann. Sie können sich auf mich verlassen. Kilian, haben Sie irgendetwas erfahren? Sind die Abgeordneten noch im Haus? Ich kann keine Auskünfte geben. Was soll das? Was erlauben Sie sich? Ich habe den Befehl, Herrn Bürgermeister als Gefangene nach Berlin zu bringen. Ich darf mit Gefangenen nicht sprechen. Holen Sie Ihren Mantel. Der Bestand ist geprüft und stimmt mit den Büchern überein. Es fehlen allerdings immer noch 40 Pfennig. Daraus will ich Ihnen keinen Strick drehen. Danke, Hauptmann. Es ist ein 1000-Markschein dabei. Was sagen Sie mal? So was sieht man selten. Auch als Hauptmann.
Sagen Sie mal, Pässe, gibt es hier auch nicht in Einzelfällen? Pässe gibt es auf dem Landratsamt bzw. auf den Kreispolizeiämtern. Dafür sind wir als städtische Behörde nicht zuständig. Ja, das kenne ich schon. Wenn Sie erlauben, werde ich das Geld dann in den Tresor legen, den ich in Gegenwart von Herrn Hauptmann versiegeln werde. Haben Sie keinen Beutel? Beutel kann so versiegeln. Ich müsste doch eigentlich einen Vertreter einsetzen. Einsteigen ohne Verzug. Eine unverschämter Tissatron. Wie es auch weitergeht, Kilian wird entlassen. Ab. Er nimmt das Geld mit. Der Kassenstand beträgt 4.002,37 Mark minus 40 Pfennig. Er nimmt es mit. Er nimmt es mit. Habe ich es dir nicht gesagt? Gefreiter, zu mir! Aktion Köpenick ist beendet. Ziehen Sie in einer halben Stunde die Wachen ein, marschieren Sie zum Bahnhof, fahren Sie nach Berlin und melden Sie auf der neuen Wache von Köpenick zurück. Zu Befehl, Hauptmann. Sagen Sie Ihren Leuten, die Sache war ein voller Erfolg. Jawohl, Hauptmann. Nehmen Sie Geld für die Rückfahrt. Vom Rest kochen Sie für jeden. Ein Bier und eine Wurst. Danke, Hauptmann. Ausgabe der Mittagspost. Bisher 16 falsche Hauptleute gefasst. Noch immer keine Spur vom echten falschen Hauptmann. Ich danke. Die Mittagspost. Depesche aus Zürich. Der wahre Täter längst im Ausland. Europa lacht über Deutschland. Extra-Ausgabe die Mittagspost. Noch immer keine Spur vom echten falschen Hauptmann. Bisher 16 falsche Hauptleute gefasst. Berliner Polizei versagt. Extra-Ausgabe die Mittagspost. Da ist ein Mann, der eine wichtige Aussage machen will. Was sowas? Lass uns doch rein. Tag. Was wollen Sie melden? Ich weiß, wo er ist. Wer? Na, wer schon? Der Hauptmann von Köpenick. Jawohl, ich kann ihn zur Stelle schaffen. Verzichte auf die Belohnung. Möchte ja einen Pass ausgestellt bekommen. Jetzt hören Sie mal zu. Wenn Sie etwas Zweckdienliches wissen, dann ist es Ihre Pflicht, das anzugeben. Da können Sie ja nicht handeln. Schade. Muss ich leider wieder gehen. Moment. Warten Sie mal. Falls Ihre Angaben wirklich zum Ergreifen des Gesuchten führen, kriegen Sie natürlich einen Pass, wenn Sie einen ordentlichen Antrag stellen. Kann ich mal aufs Klo? Bitte schön. Die Schachtel können Sie hier lassen. Nee, nee. Gehen Sie mal hinterher, damit uns der Mann nicht wegläuft. Vielleicht weiß er ja wirklich was. Ich darf Herrn Hauptmann anmelden. Danke, ist nicht nötig. Ich bin jetzt selbst. Lassen Sie nicht stören. Stehen Sie doch bequem. Na, was sagen Sie jetzt, Herr Kollege? Können Sie beweisen, dass Sie der Hauptmann von Köpenick sind? Wieso ich? Das müssen Sie doch machen. Die Uniform, die können Sie doch vom Trödler haben. Hab ich auch. Das ist ja unglaublich. Da gratuliere ich Ihnen, lieber Inspektor. Dann bringen Sie mir den Mann mal hoch.
Kriminaldirektor. Das ist er. Ach. Treten Sie näher, Herr Hauptmann, wenn ich so sagen darf. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Willem Vogt. Dann nehmen Sie doch mal Platz, Herr Vogt. Ich bin Kriminaldirektor Mehlhorn. Angenehm. Hier ist mein Säbel drin und die restliche Uniform. Sie haben uns sicher eine Menge zu erzählen. Rauchen Sie? Nee. Lassen Sie eine halbe Flasche Portwein holen, auf meine Rechnung. Warum sollen wir es uns nicht gemütlich machen, nicht wahr? Zum Wohle, Herr Vogt. Prost, das ist sehr nett von Ihnen. Früher haben Sie mal immer gleich rausgeschmissen, wenn ich mal irgendwo auf dem Amt war. Kommt hier rein, meine Herren. Das ist der Mann. Führen Sie uns Ihren Auftritt doch noch mal vor. Was soll ich machen? Bringen Sie die Kleidung in Ordnung. Stellen Sie sich hin. Ach so. Ich könnte den Säbel noch unterschneiden. Genieren Sie sich nicht. Na, helfen Sie Herrn Hauptmann mal. Unglaublich. Das fährt einem in die Knochen. Da steht man von selbst dran, meine Herren. Lassen Sie rühren. Herr Direktor, ich habe eine Bitte. Gibt es vielleicht einen Spiegel? Ich habe mich nur einmal in der Schaufensterscheibe gesehen. Lass es mal holen. Stell mal einen großen Spiegel aus dem Vorzimmer. Haben Sie eigentlich keinen Helm aufgehabt? Nö. Unerhört. Ein Hauptmann ohne Helm darf doch überhaupt kein öffentliches Kommando führen. Nur mit Helm. Ist Ihnen das bekannt, meine Herren? Jawohl, das ist bekannt, Herr Direktor. Einem Hauptmann mit Mütze hätte die Truppe gar nicht folgen dürfen. Da sehen Sie, wohin es führt, wenn nur noch 2 Jahre gedient wird. Die wichtigsten Dinge können nicht mehr vermittelt werden. Schluss jetzt. Hören Sie auf zu lachen. Ziehen Sie die Uniform aus. Es kommt Ihnen nicht zu, eine preußische Offiziersuniform zu tragen. Haben Sie wirklich gedacht, wir lassen Sie laufen und geben Ihnen noch einen Pass mit? Nee, das habe ich nicht gedacht. Ich habe bloß gedacht, dass es jetzt öffentlich wird, dass ich einen Pass wollte. Aber eines Tages komme ich ja wieder raus aus dem Knast. Und so schlimm war das ja nun nicht, was ich gemacht habe. Wenn Sie sich da mal nicht geirrt haben, Herr Vogt. Was Sie diesmal gemacht haben, ist schlimmer als alles andere. Sie haben sich einen dreisten Eingriff in die militärische Kommandogewalt geleistet. Sie haben die Autorität der Uniform untergraben. Sie haben Schindluder getrieben mit dem Vertrauen in die gottgewollte Rangordnung der Monarchie. Sie haben ewige Werte in den Dreck getreten. Das ist wie Hochverrat, Vogt. Dafür werden Sie wohl streng gerichtet werden. Sehen Sie jetzt mal in den Spiegel. Erlass seiner Majestät des Kaisers.
Durch Gnadenerlass seiner Majestät des Kaisers ist der Strafgefangene Wilhelm Vogt auf freien Fuß zu setzen. Ferner ist dem Betreffenden im Falle seines Antrags ein deutscher Reichspass auszustellen. Unterschreiben Sie mal hier, Vogt. Gleich hinterm Datum. Der Kaiser soll sehr gelacht haben. Majestät sehen in dem Vorfall ein Beispiel für eine Disziplin, die uns so leicht keiner nachmacht. Unnötig zu sagen, Vogt, dass ich Sie auch diesmal gerne hier behalten würde. Man kriegt immer weniger gute Leute.